hallo zusammen. Jetzt geht's los. Nach den ersten 5 Monaten unserer Auswanderung ins Wohnmobil wieder Richtung Deutschland. Ja, hinter uns liegen Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Estland, Lettland und Litauen. Genau. Und durch Polen, über Usedom und Berlin geht's jetzt zurück nach Göppingen erstmal. Oh. Ja. Und nach dem Intro geht's los. Also, wir fahren nach Mykolaiki in der Region Masurische Seenplatte. Das ist ein Campingplatz auf halber Strecke zwischen Vilnius und Danzig. Da haben wir gewaschen nochmal und Wäsche getrocknet und so. Und ja, das war echt okay, der Campingplatz. Ja, ja. War klein, mitten im Ort drin. War nett, wir konnten sogar mit Euro zahlen. Und ja, genau, der hat uns Slotti zurückgegeben, genau, dass wir was mit Slotti zahlen können. Genau, zurückgegeben, ist aber gar nicht schlecht, wenn man irgendwo parken möchte oder irgendwas braucht, dann hat man ein paar Slotti schon mal. Dann ging es weiter nach Danzig. Genau, das war unser nächstes richtiges Ziel, ja, eigentlich Danzig. Mhm. Und es ging dann Teil über Autobahn, haben wir uns genommen, einmal gesagt, dass wir vorankommen. Teil aber auch natürlich über die Landstraßen, damit man so ein bisschen was von der Landschaft auch sieht. Und ja, ich habe eigentlich vorgeschlagen, nach Danzig zu fahren, weil ich wollte mir das unbedingt mal angucken. Erstens mal, weil ich gerade zu dem Zeitpunkt habe ich gerade die Blechtrommel gelesen und es liegt ja, das spielt ja in Danzig. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich mir das mal alles in echt angucken, und weil mich halt Geschichte allgemein unheimlich interessiert. Also ich muss da über alles wissen drüber, und ja. Das war der Grund, warum ich unbedingt nach Danzig wollte. Und dann haben wir einen Campingplatz gesucht, haben auch einen gefunden, der ein bisschen außerhalb war. Aber die Fahrt dorthin war richtig chaotisch. Woran es jetzt genau lag, ob es wirklich am Navi lag, dass der uns so geführt hat, oder einfach, dass es in Danzig so chaotisch ist, weil nur Baustellen und sehr, sehr enge Straßen, zum Teil muss man wirklich fast jedem größeren Fahrzeug ausweichen, weil es nicht zweispurig war, obwohl es eigentlich Stadtrand zwar war, aber schon in Danzig selber. Und dann Navi irgendwie plötzlich uns in eine lang quer durch ein Wohngebiet geführt hat, das war ja noch okay. Sehr eng, wie gesagt, links und rechts parken Autos, konnte bloß einer durchfahren. Das war noch gar nicht so schlimm, denn plötzlich war es Stopp, denn da war eine Baustelle, wie man hier ganz schön sieht. Und da muss ich dann wirklich auf engstem Raum umdrehen mit Hänger. Aber die Leute hatten Spaß. Genau, die Leute drum hatten Spaß. Die haben geguckt und wir haben es einen abgekurbelt. Aber mit der Rückfahrkamera und mit Hilfe natürlich von der Tini, die natürlich trotzdem immer draußen war und immer geguckt habe, ob nicht irgendjemand querläuft oder ob irgendwas übersehen wird über die Spiegel und über die Kamera. Bin immer rumgewetzt von vorne nach hinten. Aber wie gesagt, die Leute hatten Spaß, die hatten was zu gucken. Genau. Und wir haben es gut geschafft. Ja, du hast gut geschafft. Ja. Und dann haben wir unseren Campingplatz dann doch noch gefunden. Gell? Campingplatz Stogi Nummer 218, so hieß das Ding. Ja. Lag etwas außerhalb von Danzig, aber wir sind dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, heißt mit Bus und Bahn, also Trambahn, Straßenbahn, sind wir dann reingefahren. Konnte man auch super machen, gell? Ja, war kein Problem. Und ja, dann haben wir uns Danzig angeschaut. Genau, zuerst mal einen kleinen Stadtrundgang über die Fußgängerzone, ein bisschen die kleinen Gässchen durchgewandert, haben dann eine Kleinigkeit zu Mittag gegessen, im kleinen Café, war alles super toll wieder, muss man sagen. Ja, also Danzig ist auch wunderschön. Ja. Also natürlich ist es wie bei allen großen Städten oder Städten, die schöne Altstadt haben, ist alles natürlich auch dort vorne hui, hinten pfui, nach hinten. Naja. Sollte man da nicht so gucken, wenn man da Wert drauf legt. Aber ist alles wunderschön hergerichtet, und dann haben wir wollten Briefmarken kaufen. Genau. Gell? Ja.
war da halt mitten in der Altstadt ein wunderschönes Postamt. Ja. Boah, das hat man ja noch nicht gesehen. Ja. Also so ein Prunk da innen drin. Ja, mit Oberlichtern. Also ja. Das war also ganz toll. Man sieht es auf dem Bild auch schön. Und schöne Wartezone und genau, und man alles. Muss Nummern ziehen. Ja, man muss Nummern ziehen, genau bevor Nummer, man drankommt. Diese Zettelmaschinen waren aber ein bisschen versteckt. Wir wussten am Anfang gar nicht, wir dachten irgendwie, irgendwie alle warten und keiner geht zum Schalter. Deswegen und saßen die Leute da auch alle so gelassen rum. Genau, weil sie eben, bis wir eine Nummermaschine auch gefunden haben, dann haben wir sie Nummer gezogen. Ja, theoretisch auf jeden Fall. Hat dann auch etwas gedauert. Wir kamen aber gar nicht dran. Genau. Inzwischen fiel der Strom aus. Genau. War alles dunkel. Komplett Stromausfall, alles dunkel, nichts ging mehr. Nein, da war der Strom da. Ja, wir wollten erst Geld holen. Genau, da wollten wir aber Geld holen. Ja. Und das war das Problem, dass wir also gerade kurz bevor wir es reingesteckt haben, die Karte, war der Stromausfall. Dann haben wir gesagt, gut, dass die Karte noch nicht drin war. Mhm. Aber es hat dann so ewig gedauert, bis der Strom wieder da war und bis nämlich die Maschine wieder hochgefahren war. Ja. Und dann hat es ja auch irgendwie einen Fehler gehabt und gesagt, okay, wir lassen es einfach hier. Sind dann rausgegangen, haben es draußen irgendwie geholt an der Bank. Ja. Das Geld war also dann auch kein Problem, aber so geschwind war es schon so, wenn das und jetzt wirklich die paar Briefmarken haben wir dann auch gelassen. Aber was echt so witzig war, die Leute, die sind total gelassen sitzen geblieben. Ja, ja. Die kennen haben das wahrscheinlich. Die gerührt, genau, die waren das wahrscheinlich gewöhnt. Ja, aber das war auch wieder cool. Ja. Ganz witzige Einkaufshalle gefunden, was immer das auch früher war. Eine Riesenhalle, mehrstöckig, mit lauter kleinen Läden drin, Geschäften, Ständen. Das war also wirklich witzig. Und dann sind wir dann wieder Richtung Wasser mal wieder gegangen, weil es zieht uns doch beide immer wieder an. War dann so ein Arm, wo dann vom Meer aus reinführt. Und da haben wir dann so eine schöne alte Kogge gesehen, sieht man auf dem Bild ja auch ganz toll, die auch so Rundfahrten macht. Wir haben uns dann aber eine modernere Form gesucht, modernes Boot und sind mit dem dann rausgefahren. Das war so das Hauptziel natürlich, die Westerplatte. Genau, vorbei am historischen Postamt. Weiß eigentlich jeder, auch der sich nicht so für Geschichte interessiert, dass das eben der Beginn des Zweiten Weltkrieges war, dieser Überfall auf das historische Postamt in Danzig. Und da konnte man aber nur dran vorbeifahren. Genau, allerdings bei der Hin- und Rückfahrt, wie man jetzt auch sieht auf den Bildern, dass man also schön auch näher noch vorbeikommt bei der Rückfahrt. Und dann eben zu der Westerplatte, da konnte man auch aussteigen, sich 10 Minuten, Viertelstunde aufhalten. Da gibt es ja auch nichts zu sehen. Nee, eben, das eigentlich außer, nur dieser Schriftzug und dieses Monument, dieses Denkmal da, wo man jetzt auch sieht. Mhm. Aber sonst ist da wirklich nichts. Das waren also 10 Minuten auch nur kurz aussteigen. Ja, klar. Einsteigen, aber genau. Das wollte ich halt sehen, auch aufgrund des Buches und weil das da alles so ausführlich beschrieben war. Und war super. Genau. Gell?
Ja, und von Danzig aus sind wir dann weitergefahren. Wir wollten auf die Insel Usedom und haben dann aber noch einmal Zwischenstopp gemacht in Gaski auf dem Campingplatz Alpha. Strömender Regen. Genau. Ja. Strömender Regen. Und ja, wir wollten da aber wirklich nur eine Nacht bleiben. Aber dann hatten wir das zweite Erlebnis. Aber wir hatten schon so ein bisschen gedacht, weil als wir da reingefahren sind, war es schon sehr matschig und wir dachten schon, oh oh, wie wird es morgen früh mit dem Rausfahren sein? Ja. Und die Befürchtungen haben sich dann leider doch auch bestätigt. Bestätigt, genau. Ja genau. Wir saßen mal wieder fest. Aber da war ja so ein netter Mitarbeiter. Genau, Mitarbeiter. Ja. Aber wir haben so versucht natürlich, das Auto wieder runterzufahren, zuerst mal den Smart runterfahren, ob es dann geht, aber auch da hat es nicht funktioniert. Nee, und der freundliche Mitarbeiter sagte dann, kein Problem, schlafen heute Nacht, morgen früh, ich komme. Und dann kam er auch. Kam er auch. Genau. Zum einen hatte ich zum Kassieren, das war okay, aber dann auch gleich zu gucken, okay, geht nichts, wir brauchen Hilfe. Der Hänger haben wir dann runtergemacht und er hat dann 5 Bauarbeiter organisiert, da ist in der Nähe ist gebaut worden. Die hat er dann kurzerhand zu uns abgeschleppt und dann haben die unser Haus rausgefahren. Genau, das Auto rausgeschoben, den Hänger rausgeschoben und angehängt wieder. Und dann nachher haben wir natürlich für mal nach vorne gefahren auf die feste, befestigte Fläche vom Campingplatz und haben dann unseren Smart wieder draufgefahren und schon war es gut und wir konnten weiterfahren. Ja, und ehrlich gesagt hat mich das gar nicht so interessiert. Ja. Da war so eine süße kleine Katze. Und die hat mich dann eigentlich mehr beschäftigt. Genau. Ich habe gedacht, die Männer machen das schon. Genau. Und dann genau vor der Kamera, das war dann auch noch. Das habe ich nicht gesehen. Aber man sieht es ja, man hat es ja trotzdem gesehen, wie das vor sich ging alles. Ja. Also mit dem her war es nicht ganz so tragisch. Ach, und die war so süß. Ja. Aber die war ja vernünftig. Ne? Ja, die blieb da. Sie blieb in Polen. Mhm. Wir haben ein kleines Trinkgeld gegeben natürlich, den Herren, wo uns da geholfen haben. Nicht der Katze. Nein, nicht der Katze, ja. Den Herren natürlich. Die haben sich gefreut und haben gesagt, wäre nicht nötig gewesen. Aber klar, das macht natürlich, weil es fand man super hilfreich, weil sonst hätten wir echt ein kleines Problem gehabt. Ja. Dann haben wir auf der Strecke getankt. Nach dem Campingplatz sind wir relativ schnell zur Tankstelle gefahren. Und dort haben wir einen netten kleinen Plausch gehabt mit ein paar Leuten, die uns da gleich angesprochen haben, ja, was wir machen, ob wir da leben. Und also war wieder ganz witzig. Ja, bestimmt Viertelstunde, 20 Minuten. Die hatten uns kurz vorher überholt. Wir haben den Platz gemacht, weil die Straße so matschig war. Wir haben den Platz gemacht, damit sie uns überholen können. Und witzigerweise haben wir uns echt dann an dieser Tankstelle dann wieder getroffen. Mhm. Gell? Ja. Das war echt ganz nett und haben uns so nett unterhalten. Ja. Also, ja. Und dann sind wir weiter mit der Fähre. Genau, also erstmal über die meisten Autobahnen sind wir jetzt da wieder gefahren und dann mit der Fähre auf die Insel Usedom. Die war sogar kostenlos, genau. Hat nichts gekostet. Deswegen muss man ein bisschen warten wieder, eine Stunde hat es gedauert, bis wir rüber durften. Und natürlich, wie immer, wir kamen an und klack, ging die Fähre zu und keiner passt mehr drauf. Wahrscheinlich haben sie immer Angst gehabt, dass wir nicht mehr drauf passen mit unserem langen Gefährt mit über 13 Metern. Deswegen müssen wir immer warten. Aber es war natürlich kein Problem. Die nächste Fähre fuhr dann eine halbe Stunde später, kam die nächste. Ja. Da sind wir da drauf gekommen. War also jetzt nicht das Problem natürlich. Hat alles gepasst. Genau, hat alles gepasst. Da hat uns ja sogar noch einer dann praktisch erklärt, dass wir auf die LKW-Spur rüberfahren sollen, weil die war komplett leer. Ah ja, genau. Bei während dem Warten stand man nämlich hinter dem Kurierfahrer und der stieg dann wirklich aus, kam zu uns und hat uns erklärt, dass wir eigentlich mit dem LKW auch nach links fahren dürfen und an der Schlange vorbeifahren. Das war auch sehr nett. Das war nett, ja? Genau. Ja. Und dann mit der Fähre ging es dann nach Usedom. Und dann dort zuerst mal nach Swinemünde. Genau. Mhm. Also es ist noch die polnische Seite von Usedom. Usedom ist geteilt und das ist eben die polnische Seite. Und haben da ein paar Tage verbracht. Die Fahrt dahin war wieder mal sehr abenteuerlich, weil es ging wirklich mitten durch die Stadt Swinemünde.
und die hatte sehr enge Straßen. Es ging wirklich durch Wohngebiete, auch da manchmal zwar Einbahnstraßen, aber oft auch so, dass man wirklich nur ein Fahrzeug fahren konnte, weil links und rechts Autos geparkt haben. Ja, ist ein Kurort. Aus dem Kurort, ja. Genau, richtig. Klein und ruhig. Genau, aber wir haben es durchlavendiert und sind dann eben zu diesem Campingplatz gekommen. Campingplatz hieß Relax. Relax, genau, Relax Number 44. Genau, Relax Nummer 44. War aber okay, war echt auch alles gut. Ja. Duschen, nee, war alles echt, da. Also echt gut. War also, ja, gut zu fahren und war auch so ein kleines bisschen matschig, aber diesmal hat man Glück, ja, weil es nicht mehr geregnet hat. Und wenn es da wieder geregnet hätte, hätten wir wahrscheinlich ein ähnliches Problem gehabt, weil mit dem langen Gefährt konnte man auf die festen Plätze nicht fahren und musste deswegen auch auf die Grasflächen gehen. Aber es war schon, also, nee, ja. War echt okay. War okay. Und das Wetter wurde ja dann auch wieder. Wetter wurde richtig toll, schön. Wie man auch sieht, bei unserem Strandspaziergang und Strandpromenadenspaziergang. Auf der Insel Usedom. Genau, ist noch die polnische Seite, es gibt auch noch eine deutsche Seite und da wollen wir uns dann morgen hinbegeben. Genau. Mit einer kleinen Essorgie von meiner Frau. Ja, irgendwie hat die dann einen Fresstag, keine Ahnung. An jedem Stand, oh guck, da gibt's was Gutes, ein Berliner. Und dann kam das nächste Würstchen und dann kam das nächste. Nein, das war nicht Würstchen, das war Fischbrötchen. Ah ja, na? Fischbrötchen, genau. Das ist ein kleines Fischbrötchen. Ein ganz kleines Eis. Genau, ein kleines Eis dazu. Genau. Und abends dann sind wir essen gegangen. Ja. Jo, das haben wir uns dann auch mal wieder gegönnt. Klein Fischrestaurant, das war richtig gut. Ja, das war super. Das war super, man sieht es auf den Bildern auch, das sah auch richtig lecker aus. Ich habe original polnisches Bier getrunken. Genau. War sehr lecker. Mhm. Und also wie gesagt, das war Fischtag. Genau, du hast Zander und ich hatte Heilbutt. Heilbutt war es, genau. Heilbutt, genau. War eiweißreich. Genau, sehr eiweißreich. Genau, eiweißreicher Tag. Wieder, dass wir zu Kräften kommen. Genau. Dann ging es weiter nach Deutschland, Grenzübergang auf Usedom, eben von Polen in das Good Old Germany. Und wie man sieht, nichts zu sehen. Einfach wieder drüber fahren. Wir haben uns dann einen Campingplatz in Ückeritz ausgesucht. Auch direkt am Meer. Ja. Gell? Naturcamping in Ückeritz. Der war unglaublich lang. Ja, gell? Also über 3 Kilometer lang war er.
dafür auch meistens nur 50 oder 100 Meter breit, also heißt im Prinzip nur ein Fahrzeug stand immer da, dann der Weg und dann kamen eigentlich gleich die Dünen und über den Dünen dann kam immer das Meer gleich. Also es war wirklich, der komplette Campingplatz war am Meer, also fast jeder Stellplatz war direkt an den Dünen und direkt am Meer eigentlich. Das war also echt witzig. Konnte man super spazieren gehen, Radfahren da entlang. Gell? Ja, also, selbst der Campingplatz allein war schon 3 oder 4 Kilometer lang, das war schon... Nee, das war echt gut. Ja. Wir haben uns dann entschieden, einen Tagesausflug nach Ahlbeck zu machen. Da gibt es so Sandskulpturen. Genau, und zwar also, Wahnsinnsdinger. Das war der Hammer. Das, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Nee, auf Bildern, Ja, und das ist ja wohl so eine Wanderausstellung. Ja, genau, eine Wanderausstellung. Also es ist in Hallen drin, klar wegen Regen, weil sonst wären die Skulpturen ja schnell zerstört. Das ist in riesen Hallen drin und die machen auch mehrere Ausstellungen, so Sandausstellungen. Auch in Deutschland gibt es das ja auch, in mehreren Städten. Also es war in, Ahlbeck. Ja, weil es direkt an der Grenze war, hat mich das immer ein bisschen irritiert, weil es wirklich direkt an der Grenze war. Also es war, diese Halle war 10 Meter von der Grenze weg. Also heißt, man ging aus dem Ausgang raus und dann konnte man gleich über die Grenze gehen, eben nach Polen. Aber das war wieder sehr faszinierend. Ja, das war wieder eine tolle Sache. Das, also was da alles geboten war, wie echt das alles aussah, das kann man gar nicht vorstellen, dass es Sand sein soll. Nee. Und da haben wir uns noch einen schönen Tag gemacht. Das wollten wir gern mal einen Strandkorb mieten. Genau, wir waren dann wir waren in Ahlbeck ja auch noch mal am Strand. Bisschen so Strandspaziergang gemacht und ein bisschen auf den Steg rausgegangen. Und dann am nächsten Tag haben wir gesagt, machen wir uns einen ganz, ganz gemütlichen gemacht, weil wir wollten auch ein Video drehen zu drei. Das war der Vergleich. Genau, weil wir hatten schon mal ein Video gemacht, warum wir in Himmel gekauft haben und kein Carrado und da kamen dann Fragen auf und einige haben das falsch verstanden und gesagt, wir machen noch mal detaillierter zu was. Das könnt ihr euch oben auch noch mal angucken in der Infozeile, könnt ihr draufklicken, dann könnt ihr euch das Video auch noch mal angucken dazu. Genau. Das haben wir dann in einem Strandkorb gedreht. Die anderen haben auch ganz blöd geguckt, was wir da machen, aber so ist es halt. Wir fallen immer auf mit dem Auto oder auch so, immer solche Sachen machen. Ja, und abends haben wir dann noch lecker gekocht. Genau, richtig so. Ich habe handgeschabte Spätzle gemacht. Ja, weil ich zum ersten Mal handgeschabt, unterwegs. Mhm. Ja. Mangels einer Spätzlesmaschine. Genau, das natürlich Spätzles auch, weil wir keine Spätzlesmaschine haben wir ja nicht dabei. Die nimmt zu viel Platz. Genau, zu viel Platz, zu schwer auch. Diese Metalldinger. Und wir haben gesagt, dann schaben wir eben von Hand. Und hat gut funktioniert und hat super geschmeckt. Ja. Schweinefilet im Speckmantel mit handgeschabten Spätzle und Soße. Genau.
Aber auch die schöne Zeit am Meer geht vorbei, weil jetzt geht es wirklich ins Landesinnere. Über Berlin soll es ja nach Göppingen gehen. Und unser nächstes Ziel war Waren. Waren, genau, das haben wir uns ausgesucht und haben wir ein bisschen geguckt. Das ist die Mecklenburgische Seenplatte. Ja, also genau, mit Wasser hat es immer was zu tun. Ja, irgendwie. Mit Wasser hat es trotzdem was zu tun. Aber halt Inland auf jeden Fall. Aber das ist ein ganz, ganz ja, hübscher Ort. Hübscher gell? Ort. Ja, und da gab es ein Kaufhaus Stolz. Genau. Ja. Das ist mein Lieblingskaufhaus im Norden. Da muss ich immer hin. Da kann man nicht vorbeigehen und muss einfach irgendwas kaufen. Das ist wie Cheapo in Göppingen. Stimmt gar nicht. Wir sind dann in Waren auf den Campingplatz Ecktannen gefahren. Das war wirklich auch ein super Campingplatz, also auch so ein bisschen sternemäßig, weil da war wirklich alles da. Haben wir auch gewaschen wieder, haben getrocknet und richtig schön gestanden unter Bäumen. Also das war richtig schön, war auch wieder so einigermaßen Wetter, dass wir auch in die Stadt ein bisschen rein konnten ja nochmal und auch so ein bisschen Fahrrad gefahren sind, noch so eine kleine Fahrradtour gemacht haben, bevor es dann weiter ging Richtung Berlin. Und da haben wir noch so einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Ja, genau. Ich wollte mir einfach nochmal ansehen, meine Eltern kommen ja da aus der Gegend, also Kreis Perleberg. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann fahren wir doch da mal vorbei und gucken einfach nochmal, wie das jetzt heute aussieht. Aber wie gesagt, wir sind durchgefahren und da sah nichts mehr aus wie früher, das ist klar. Gell? Ich glaube, die Erinnerung war auch ja, nicht so, weil ja, das ist, mein, du warst ja schon. Ich war da als Kind das letzte Mal und ich glaube mit 12 oder mit 13 und ja. Das war einfach schon zu lange her, aber war trotzdem schön mal. Genau, war trotzdem schön. Ja. Wir haben da noch einmal Zwischenstopp gemacht auf dem Campingplatz, ohne Leistungen, weil das war wirklich der letzte Tag, wo der offen hatte. Also war schon alles zu, Dusche waren zu, Toiletten waren zu, aber war uns ja eigentlich ja, egal. Für einmal, Strom haben wir gehabt, das war, wie gesagt, das war das Einzige. Aber einmal übernachten, ja, das war okay. Und sind dann weitergefahren nach Berlin. Ja. Und dort angekommen als erstes... Waschanlage! Ja, Waschanlage. Aber nicht für den Smart, sondern für den Großen, also für unser Heim. Wir hatten uns das vorher schon angeguckt. Ja. Und in Berlin wohnt ja mein Cousin Thomas mit seiner Familie. Und den hatten wir ja vorher auch schon kontaktiert. Und der hat uns witzigerweise auch die gleiche Waschanlage genannt, genau, die wir auch schon rausgesucht haben. Ne? Gell? Ja. Weil wir sind ja Schwaben und da gab es eine Bockwurst und Kaffee umsonst. Ah, ja, genau. Oder mit dabei im Preis. Das während gesagt, der Wartezeit. Genau, da müssen wir hin. Haben wir auch genutzt, haben wir auch eine Bockwurst gegessen und Kaffee getrunken. Ja. Aber das Beste war eigentlich, du brauchtest keinen Termin. Die haben wirklich genau, Tag und Nacht, 24 Stunden, 7 Tage. 24/7, genau. Ja, genau, haben die geöffnet. Da brauchst du dann keinen Termin. Und wie gesagt, so ist es eigentlich gedacht, wenn viel los ist und wenn man warten muss oder so, dann kann man sich damit mit Bockwurst und Kaffee stärken. Und als wir kamen, war ja schon gegen Abend, genau, so gell, später Nachmittag. Ja. Und da war aber nichts los. Genau, sind auch gleich dran gekommen, ja, sind reingefahren. Reinfahren und die Seiten und die Vorderseite werden gewaschen durch so Bürsten, die automatisch hin und her fahren und der Rest wird von Hand gemacht. Das machen die von Hand. Genau. Genau. Haben wir gefragt. Ja, wir fragten ja, ob wir ob man abhängen müssen, ob wir den Hänger wegmachen müssen. Und dann haben sie gesagt, nee, lass dran, waschen wir alles gleich mit. Genau, haben sie alles von Hand noch mitgewaschen. Das war also schön Anhänger und den Smart, weil die waren jetzt schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen, die waren schon ganz schön schmutzig, muss man sagen. Klar, das ist natürlich bei den Straßen, wenn es regnet und Dreck hochspritzt, so ist es halt. Aber war super. War auch wieder ein tolles Erlebnis. Genau, das Erlebnis. Nach einer Stunde ging es dann weiter. Leider war es dann schon etwas spät, dass wir wirklich voll in den Feierabendverkehr reingekommen sind und wir mussten quer durch Berlin runter nach Pankow. Nee, nach Kleinmachnow. Nach Kleinmachnow. Weil da haben wir uns einen Campingplatz ausgesucht, der offen hatte, weil auch das ist in Berlin schon schwierig, wenn natürlich Winterzeit kaum mehr einen Campingplatz offen hat. Und der hatte offen und war auch in der Nähe von Thomas und Elke, wo die wohnen, wo wir uns dann auch treffen wollen. Und haben gesagt, komm, da fahren wir runter. Und für uns ja kein Problem, weil wir hatten ja den Smart dabei, den haben wir auch runtergefahren und sind dann die meisten Sachen einfach mit dem Smart gefahren. Ja,
genau. Nee, der war aber sehr, sehr schön gelegen, direkt am Teltowkanal. Genau, ja. Also das war auch, das war ganz toll, gell, morgens der Nebel, ja, der da Nebel, drüber genau, gezogen ja, das ist. ist schön. Schiffe sind manchmal gefahren, also so Kutter und so Lastkähne sind dann Ja. durchgefahren. Das war ganz witzig, ja. Und am nächsten Tag hatte ich ja Geburtstag. Das haben wir ja so geplant gehabt. Und dann kamen Elke und Thomas, Cousin und Cousine sozusagen von der Tini zum Frühstück und haben wir gemütlich gefrühstückt. Genau, dann haben wir hier drin schön Geburtstagsfrühstück gemacht, gell? Genau. Und dann sind wir dann nach oder mittags dann genau. nach dem Frühstück sind wir dann nach Potsdam gefahren, ja. haben uns Potsdam angeschaut, haben dann Kleinstadtbummel gemacht. War auch ganz, ganz toll. Ja. Und das Wetter war auch wieder echt, ja, war echt echt schön, gut. Genau. Und abends, genau, ging es dann sozusagen als Geburtstagsgeschenk in ein, ja, Musical kann man ja, nicht sagen. In Friedrichstadtpalast. Genau, also in Friedrichstadtpalast. Ja, und das war so eine Mischung aus Varieté, Tanz, Musik, Gesang. Ja. Gell? Wie hieß das? Vivid Grand Show. Vivid Grand Show. Und es war wirklich so ein bisschen wie Cirque du Soleil gemacht, auch mit viel Musik, mit einer Geschichte, die erzählt wurde. Ja. Tollen Akrobaten, sehr ausgefallene Sachen, auch die man wirklich noch nicht gesehen hat. Aber trotzdem ganz anders. Ja, ganz, ja? Schon ganz anders, ja. natürlich, klar. Ja. Also es ist nicht abgeguckt und sagen, wir machen das genau so, nee, schon nee. Ganz anders. Nee, auch tolle Kostüme waren das, Wahnsinnskostüme. So beleuchtete ja, Ballettgruppe mit, also nicht beleuchtet, sondern die hatten wirklich Anzüge an mit LEDs eingebaut. Also das war wirklich Wahnsinn. Ja. Ja. Hat uns also sehr imponiert und auch natürlich der Friedrichstadtpalast war toll. Ja, das war toll. Ja, genau. Hast ein schönes Geschenk. Ja, genau, war ein schönes Geburtstagsgeschenk. Habe ich mir auch gewünscht gehabt, irgendwie so eine Kleinigkeit in Berlin. Da haben wir uns eh nicht mehr viel schenken. Da haben wir gesagt, für was auch? Wir sind jetzt unterwegs, was soll man schenken? Deswegen suchen wir uns immer sowas aus und machen dann eben sowas als kleine Erinnerung. Ja, und am nächsten Tag sind wir dann mit Thomas zusammen nach Babelsberg in die Filmstudios gefahren. Elke musste leider arbeiten. Konnte genau. nicht mit. Aber wir drei haben uns da dann auch nochmal einen schönen Tag gemacht. Genau. Na? War ganz nett, war jetzt nicht so besonders, dass man sagen muss, da müsste man hingehen. War schon sehr stark auf Kinder ausgerichtet mit Sandmännchen und was weiß ich noch ja, alles. Halt also mit dem Ost-Sandmännchen natürlich, klar, das ja, ja mal viel beliebter ist als das West. Ja, ja. Damals ja, war ja. auf jeden Fall. Ne? Nee, es war schon ganz interessant, was eben... ja, nicht Pech, aber da war eben Halloween. Ah ja, richtig, an dem war Halloween-Tag, genau. War der 31. Also, ja. Und da war halt alles auf Halloween ausgerichtet. Und aber gut, ist okay. Ja, es war okay und es war eine tolle Stuntshow, muss man ja. sagen. Aus 20 Meter, Tuna, Kamera und... Ach ja. Ja, und dann ging es zurück nach Köppingen. Genau. Mit ein bisschen Vorfreude natürlich, Familie, ja, natürlich. Kinder und Freunde wieder zu sehen, das muss man schon sagen. Und das haben wir auch schön gefeiert dann. Wir haben ja. so, wie gesagt, so eine kleine Feier gemacht und gesagt, komm, wir gehen einmal zusammen essen, dass wir nicht alles 10-mal erzählen müssen. Lassen wir mal die Hauptleute, dass wir zusammenkommen. Und erzählen es einmal, dann haben wir uns zumindest mal ein paar Mal gespart, die ganze Story zu erzählen. Genau, sogar unser Sohn Matthias mit seiner Frau Simone, die sind extra aus dem Rheinland gekommen genau. für ein Wochenende, damit wir uns sehen konnten. Und dann haben wir das organisiert, dass wir uns an dem Samstagabend alle zum Essen treffen. Alle, die eben im Raum Göppingen genau. sind. Und da waren wir ja, wie gesagt, natürlich Familie und Freunde treffen, aber auch, dass ich meine Kurse geben kann, war ja geplant, 4 Wochen zu bleiben. Kurse bei der Volkshochschule zu Fotografie und Bildbearbeitung, das habe ich auch gemacht, hat auch gut geklappt, soweit alles. Sind untergekommen in Heiningen auf dem Stellplatz, weil das war echt der einzige, wo richtig offiziell offen hatte und wo Strom und Entsorgung hatte für die Toilette. Alle anderen hatten zum Teil keine Entsorgung oder hatten zu. Oder wie Göppingen, da ist ja gar nichts, da hat es keinen Strom. Da kann man zwar Toilette entsorgen, aber keinen Strom. Und leider der neue geplante Stellplatz ist noch nicht fertig. Eigentlich noch nicht mal angefangen. Wir hoffen, dass wir den irgendwann mal noch nutzen nicht, können. Ist gut. Weil, ja,
geplant ist ja schon seit ein paar Jahren, weil ja, es wäre halt sehr zentral und wäre halt besser gewesen wie Hainingen. Aber Hainingen an sich war ein toller Platz, direkt an der Voralbhalle mit dem Schwimmbad dabei, ganz geschickt zum Duschen. Mhm, genau. Haben wir uns eine Zehnerkarte geholt und sind dann so alle paar Tage duschen und schwimmen gegangen. Das war echt nett. Und auch eine gute Essensversorgung mit schwäbischer Küche durch den durchs Bistro. Der vielen Dank, lieber Manfred, genau, Manfred Show, für die gute Versorgung immer. Schwäbisch und ja, vor allem Mittwochster Stegtag mit richtig solchen Steaks, genau, richtig toll und genau richtig auf den Punkt. Das war richtig gut, also auch zu empfehlen. Das Bistro ist, in der Voralbhalle empfiehlt sich auf jeden Fall. Der hat uns auch gleich so lieb empfangen, ja, gell? Weil der kümmert sich auch um den Stellplatz und organisiert ein bisschen was, kassiert auch und so. Das war also toll und hat uns ganz lieb empfangen. Ja, das war echt super. Also nochmal ganz lieben Dank. Und wir kommen wieder. Genau. Wir haben die Zeit in Göppingen, ja, aber auch unter anderem benutzt oder genutzt, um noch ein bisschen was machen zu lassen. Genau, am Wohnmobil, das war geplant, also einmal einen Check vom Auto allgemein, was so Bremsen betrifft nochmal, weil wir haben ja die Bremsen in Tallinn machen lassen und das wollten wir einfach nochmal prüfen lassen, ob alles okay ist, war alles okay, Reifen, also, gell? Sonstiger wieder erwarten. Check, ja, gar nichts, null. Ich habe gedacht, boah, da kommt jetzt eine Rechnung mit, das ist kaputt und das ist kaputt. Und war gar nichts, war also wirklich kein Problem. Nee, war in Ordnung, ja. Und dann haben wir uns die so Keterleisten anbauen lassen für die Winterabdeckung vorne an der Front. Mhm. Das hat letztes Mal, wo wir da waren, ja nicht geklappt, weil Hümer es nicht auf die Reihe gekriegt hat, nach 2 Monaten irgendwie diese Leiste zu liefern. Und wenn, dann war sie falsch. Dann haben wir noch zusätzliche Solarzellen, also 2 Solarpanels aufs Dach bauen lassen. Das haben wir insgesamt 4 Stück mit 440 Watt. Also es dürfte reichen, dass wir immer Strom haben, auch wenn wir tagsüber viel verbrauchen. Wenn die Sonne scheint, wird es auf jeden Fall wieder aufgeladen. Dann 4 neue Batterien, komplett neue Batterien haben wir jetzt reingebaut. Das heißt einmal die Fahrzeugbatterien neu rein, weil da hat man ja unterwegs mehrmals jetzt Probleme gehabt. Und auch alle 3 Batterien vom Fahrzeug, also von der Versorgung für den Wohnbereich, haben wir komplett ersetzen lassen. Ja, und dann haben wir den neuen Herd einbauen lassen. Genau, neuen Herd, genau. Wobei, das war ja schon auch eigentlich witzig, weil der Herd jetzt, das ist ja ein Zweiflammer und der ist ja nicht so tief wie der alte Herd. Da muss man einiges machen. Aber dazu wollen wir noch ein extra Video machen. Wollen wir es gar nicht das wieder erzählen? Machen wir ein extra Video, sollen wir mal zeigen, weil das kommt ja mal öfters vor. Bei uns war es zwar nicht kaputt, uns hat es nicht gepasst. Aber es geht ja auch mal kaputt so nachher, dass man sagt, wir müssen ersetzen und dann passt er nicht rein. Was man machen kann, hat uns dann unser Schreiner gezeigt und hat es auch gemacht. Und das wollen wir auch, wie gesagt, im extra Video nochmal zeigen dann. Genau. Das war's aber jetzt von unserer Nordtour sozusagen. 4-5 Monate waren wir unterwegs insgesamt jetzt und werden jetzt da bleiben und dann geht's Richtung Süden in die Sonne. Hoffen wir doch auf jeden Fall. Jawohl. Genau. Und von da aus berichten wir dann auch. Genau, geht's dann weiter mit den Berichten. Und wie ihr wisst ja, Daumen nach oben würde uns freuen. Kommentare, auch Anregungen, auch mal Kritik gerne. Aber vernünftige bitte, wir haben schon manchmal Kritik gekriegt und sagen, naja, das war halt schon ein bisschen unter der Gürtellinie, aber einfach ganz normale Kritik. Würde uns freuen, wenn euch was nicht gefällt oder wenn ihr was vermisst, einfach melden. Und natürlich ein Abo würde uns super freuen. Und bis dahin verbleiben wir einfach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tini und Uwe. Genau. Ciao, ciao.